Dynamo. Also, was hältst du von unserer Birke, Süßer? Die in dem riesigen Glasding? Was ist damit? Sie wartet auf einen Helden, genau wie ich. Auf jemanden, der sie aus der beißenden Kälte rettet. Ach, jetzt ist aber mal gut. Eine gestörte Blechbüchse reicht mir. Ich wusste, du würdest mir treu bleiben. Zieh den Handschuh aus, dann sind wir für immer zusammen. Darauf würde ich nicht warten. Also, warum ist diese Birke so wichtig? Sie ist überhaupt nicht wichtig. Du musst sie aufwärmen, kannst sie aber ignorieren. Sie ist ein dummer Baum. Nicht wie ich. Schöne Scheiße. Wenigstens redet der Baum nicht. Ohne mich wärst du einsam, Süßer. Wäre ich das? Okay. Ja gut. Ich glaube, ich nehme mir mal den Laserschutz. Für 27. Wir haben jetzt ein bisschen was gehabt. Ich habe jetzt ein bisschen was ausgegeben. Wir haben noch 63. Was haben wir hier? Medieeinheitverbesserung. Die eingebauten Medieeinheiten deines Anzugs regenerieren mehr Gesundheit. Avatar. Resistenz gegen Elementarschaden. Kost 45. Was haben wir denn hier noch? Erzwungen auftauen. Ein eingefrorenes Ziel erleidet zu sich Schaden, wenn ein Einfriereffekt nachlässt. Das würde ich, glaube ich, auch nehmen. Das hört sich gut an. Sehr schön. Haben wir noch 29. Den Rest würde ich mir, glaube ich, erstmal ein bisschen sparen noch. Ja. Sparen wir uns mal. Arsenalverbesserung. Okay. Elektro. Da brauchen wir noch die... Fügt einen Spezialangriff hinzu. Erhöht die aufgeladenen Schaden. Okay, ja. Installiert. Können wir jetzt eine weitere Stufe hinzufügen. Erhöht die Amperezahl, verbessert die Feuerrate. Ja, machen wir mal, komm. Erhöht den Schaden. Können wir auch herstellen. Machen wir. Erhöht den Schaden. Gut, haben wir das auch verbessert. Bei der Flinte können wir, glaube ich, Magazin war, genau, da müssen wir draußen irgendwie... Irgendwo einen Ort suchen davon, wo das ist. Oder ist das hier eine Anlage? Karte anzeigen? Huch, was? Haben wir noch gar nicht geguckt, ne? Das ist da. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Testgelände? Konnte jetzt auf der Karte auch nicht irgendwie zoomen oder so, ne? Ach doch. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Okay, vielleicht werden wir das noch erfahren. Keine Ahnung, I don't know. Gut. Die Axt. Haben wir da noch irgendwie was? Darker Hieb. Das können wir noch verbessern. Machen wir mal. Erhöht den Energiebonus. Auch schön. Ein starker Hieb nach unten, der einige Zeit lang vorbereitet werden muss. Und Umschlag finde ich aber irgendwie geiler, muss ich sagen. Genommener Griff können wir auch noch verbessern. Machen wir das mal. Erhöht den Energiebonus. Können wir aber nicht leveln. Uns fehlen noch die Teile. Gut. Dann haben wir das. Lagermontage. Okay. Gut, sieht gut aus. Was haben wir denn da für eine Munition noch? Was ist das denn? Montage kann man zur Fertigkeit. Also. Ach, man kann auch einfach schnell wechseln. Ach so. Gut zu wissen. Demontage? Ach so. Gut. Ich wollte keinen Schutz. Wechseln. Kann ich. Hey, warte mal. Moment. Habe ich jetzt die... Habe ich das jetzt getauscht mit dem Energie und dem Schild? Nee, ich habe Eis noch. Hä? Das Blitz. Das Eis. Okay, alles klar.
Ja, ist gut. Hör auf damit. Waffen wechseln. Ich muss nochmal klarkommen so ein bisschen. Das ist nicht einfach manchmal. Ich speichere nochmal. Speichere Daten. So. Hallo? Treppenhaus. Wir stehen vor dem Treppenhaus. Und ich ziehe meine Hose aus. Denn ich stehe vor dem Treppenhaus. Und dann gibt's vielleicht Applaus. So. Was sind das denn? Na toll, das wird immer besser. Ach du Scheiße. Wo kommen all diese Monster her? Es ist nur eine Hypothese. Aber ich vermute, das sind die Körper toter Soldaten, die mit Sprossen infiziert wurden. Eine verdammte Hypothese. Willst du mich verarschen? Das ist nur meine eigene Schlussfolgerung. Das ist noch nie zuvor passiert. Scheiße. Wie ist das passiert? Ich vermute, dass mit den Sprossen etwas schiefgelaufen ist, nachdem Petrov die Fehlfunktion ausgelöst hat. Speichere Daten. Ach, das wollte ich ja nachgucken, wenn ich gerade nochmal hier bin. Ja, ja. Diese... Nee. Verbrauchsobjekte, genau, was ist das hier? Dynamo. Regeneriert für gewisse Zeit Energie. Ah, das ist ja cool. Wir haben mal noch mehr bekommen, ne? Ach, guck mal, 9mm Munition. Kartuschen. Setzt das Ziel in Brand. Oh. Ja, hätte ich gerne. Ja. Hätte ich gerne. Danke. So, Kartuschenaufnahme. Je nach Kartuschentyp gewährt eine Kartuschenaufnahme einer Waffe Elementarschaden, Feuer, Eis oder Elektrizität. Um eine Kartusche zu installieren, brauchst du die passende Verbesserung für die ausgewählte Waffe. Verwende das Kreismenü, um eine Kartusche auszuwählen und zu installieren. Das Kreismenü? Kann ich bestimmt noch gar nicht nutzen, Major? Oder? Waffen oder? Kann ich wahrscheinlich noch... Ach, hier. Die PM. Die muss ich erstmal bauen. Da kommen die Kartuschen dran. Okay. Dann sparen wir uns darauf erstmal. Würde ich sagen. Man kann ja nochmal speichern. Speichere da. Gut, dass wir nochmal gucken gegangen sind. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ach so. Bin im Kreis gelaufen einmal. So viele Speicherpunkte. Das macht mir Sorgen. Ich glaube, ich nehme doch lieber die Flinte bei denen, oder? Die haben uns schon gesehen? Ernsthaft? Sehr aufgebracht, der junge Mann. Nö, sehe ich nicht. Guten Tag. Okay, die ist sehr effektiv gegen die, glaube ich. Put, 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 put. Hallo? Hallo? Kommst du mal? Oh ja. Oh! Na? Alter, bist du hässlich. Aber sowas von. Ich mach dich noch hässlicher. Die sind wirklich hässlich, ne?
Kann ich mal einen von vorne sehen oder so? Er hat ein bisschen... Ja, ein bisschen mit seinem Gebiss Probleme, habe ich das Gefühl. So, wo sind wir denn hier? Alter, sind die Riesentanks. Gottes Willen, was ist das für ein geiles Labor? Es ist alles irgendwie so cool. Das ist alles zu sehen, zu entdecken. Es macht voll Laune. Eine ganz andere Welt, sowas gab es noch nie. Oh, ein Tonbandgerät. Hören wir uns mal an. Hast du gehört, was sie in der Keimungsabteilung gezüchtet haben? Nee. Angeblich eine Mischung aus Venusfliegenfallen und riesigen Schierlingspflanzen. Was soll das? Wer weiß, es gab einen kleinen genetischen Fehler und jetzt ist es eher ein fleischfressendes Tier als eine Pflanze. Sie haben sogar einen ganzen Tank PA-400 für das Ding mitgenommen. Die hätten die Pflanze einfach sofort vernichten sollen. Die kriegen noch richtige Probleme damit. Ja, wenn sie regelmäßig einsprühen, passiert schon nichts. PA-400, oh Mann, wer kennt's nicht? Wir wissen, was hier steht. Schade, kann man nicht lesen. Hier geht's nicht lang. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Da müssen wir hin. Noch mehr von denen. Hallo, ich bin der Inspektor. Ja, natürlich sind da noch mehr. Klar. Warum gehen die Türen offen? Schöne Scheiße. Es wird immer beschissener. Da gehe ich gleich rein. Ich gucke erstmal da. Oh. Ja, Moment. Ich bin gleich bei dir. Es kommt, ach, guck mal, kommen beide direkt. Lalalala. Guck, guck. Guck, guck. Der andere kommt auch. Da ist es sehr schön. Lade nach. Guck, guck. Oh. So. Sehr schön. Oh, die Flinte hat sich jetzt schon bewährt. Auf jeden Fall. Oh, Alter. Gott, bist du hässlich. Gott, ist der hässlich. Alter, ist der hässlich. Ich habe ja schon viel Elend gesehen, ne? Aber der übertrifft's ja alles. In allem. In allen Belangen. So. Der Staubsauger ist wieder unterwegs. Oh, Gott sei Dank muss man keine Schubladen öffnen. Einzeln. Das ist super. Das ist ein schönes System, um zu looten, muss man sagen. So, das nehmen wir mit alles. Flup, 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 flup. War hier sonst noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Ah, okay. Schönes Detail. Ich dachte, Musik geht weiter. Hallo? Moin. Immer locker bleiben. Immer locker bleiben. Wie viele kommen denn da noch? Ja, es sind doch nur noch die beiden. Was willst du denn? Kann ich den hinterrücks erledigen? Ich probier's mal. Der steht. Der liest gerade noch da am Computer. Dann wollen wir mal Unkraut hacken. Haben wir ihm einfach die Blümchen gezogen? Wie gemein. So. Alles mitnehmen. Sonst noch irgendjemand ohne Fahrschein? Da ist nichts am Liegen. Da ist wieder eine Tür. Okay. Lesen wir mal.
Ernährungspolymer vom Leiter des Komplexes an Aushilfsarbeiter Niedrigschwerkrafts-Artugut-Sortierung. Hast du an das schwarze Brett geschrieben? Polymertechnologie hat offensichtlich zahlreiche Anwendungsgebiete, von programmierbaren Systemen bis hin zu stabilen Legierungen. Ein Feld haben wir bisher jedoch überhaupt nicht erforscht. Was ich für ein Versäumnis halte. Ernährungspolymere oder genauer gesagt polymerbasierte Nährstoffträger. Man stellt sich einen Riegel oder eine Tube mit einem Polymerstruktur integrierten Ernährungskomponenten vor. Wir könnten perfekt ausgewogene Lebensmittel erschaffen, die niemals schlecht werden, selbst ungekühlt, die eine konstante Ernährung ermöglichen, den Metabolismus fördern und vieles mehr. Soldaten, Matrosen, Touristen und natürlich Kosmonauten hätten nie wieder Probleme im Zusammenhang mit den Nahrungsaufnahmen und dem Transport von großen Mengen Lebensmitteln. Wenn du das geschrieben hast, nimm bitte unverzüglich Kontakt zu mir auf. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Was? Mond-Erde-Erfolg. Werte Genossen, ich darf mit Stolz berichten, dass unsere Arbeit Früchte getragen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Experimente zur Aufzucht von Saatgut in Monderde unter Bedingungen, die sich einem hypothetischen Mondtreibhaus annähern, waren ein durchaus durchschlagender Erfolg. Angesichts der Bedeutung und des gewaltigen Potenzials unserer Arbeit dürfen wir unsere Ereignisse leider noch nicht preisgeben. Nicht einmal an Mitarbeiter des Projekts. Doch ihr alle werdet schon bald erfahren, welchen gewaltigen Beitrag zur Wissenschaft ihr geleistet habt. Vielen Dank noch einmal für den Einsatz für die Zukunft der Menschheit, Genossen. Streng geheim. Dringend. Alle Ergebnisse unserer Experimente zur Kultivierung von Saatgut in Monderde sind mit sofortiger Wirkung als geheim einzustufen. Bis auf eine einzige Probe sind sämtliche Proben zu vernichten. Es ist untersagt, darüber zu sprechen oder zu dokumentieren, während des Experiments aus dem Saatgut gewachsen ist. Isolierte Proben erhalten Status Rot 3 und werden in einen versiegelten Polymerbehälter in eine Akademie der Konsequenzen gebracht. Lass dir für die Mitarbeiter eine plausible Geschichte einfallen. PS, wir werden wohl intensiv darüber nachdenken müssen, was wir über unseren Satelliten wirklich wissen. Satelliten? Okay. Huch. Gut, 18 Meter da lang. Waren wir hier nicht schon? Wo sind wir denn jetzt? Ach so. Ach, die Mittagspause beginnt jetzt. Ach, was ein Zufall. Das trifft sich ja super. Dann mache ich mal eine Pause. Wie komme ich denn da rein? Hallo. Ich grüße Sie. Den hatten wir noch gar nicht, ne? Den jungen Mann. Was ist das? Was ist mit dem denn? Der brennt. Okay. Die zerplatzen jetzt also und fliegen wie Gummibärchen durch die Gegend. Moin. Grüß dich. Kuckuck. Immer schön der Reihe nach, ihr Drecksdinger. Genau. Immer schön der Reihe nach. Was zum Fick ist das? Das ist nur ein Komplex. Ich will auch mal irgendwann in die Open Welt. Kommst du mit? Oh. Moin. Kuckuck. Oh, guck mal, der hält sein eigenes Bein fest. Guck mal, wie schön. Kann er sich selbst streicheln jetzt. So. Was ist das bitte für eine riesige Anlage? Da hinten, ich sehe dich, Herr Kollege. Okay. Gut. Kannst du, was? Kannst du mich bitte erledigen? Was? Klar. Warte einfach auf einen Sanitäter, ja? Welche Sanitäter? Die ganze Anlage ist den Bach runtergegangen. Und wer weiß,
hier sein wird. Aber hat er nicht ganz Unrecht? Ich werde nie wieder laufen können. Was? Warum ist denn hier alles den Bach runtergegangen? Was? Warum ist hier denn alles den Bach runtergegangen? Sag ich doch. Wenn sich das nur in Vavilov ereignet hätte, wären Leute von anderen Komplexen schon eingetroffen. Aber das passiert überall. Ist das nicht klar? Ja. Vielleicht kann man das Ding irgendwie anheben. Einen Moment. Wir waren zu dritt. Sie versuchten es zu heben, aber vergeblich. Ein Roboter würde es schaffen. Aber die können wir nicht mehr fragen. Alles klar. Lass mir was einfallen. Alles klar. Ich lass mir was einfallen. Beeil dich! Es tut verdammt weh! Wie soll ich das denn anheben? So, hier kommen wir nicht rein. Das sieht witzig aus. Und sehr ästhetisch und sehr künstlerisch, muss ich sagen. Gut. Ich komme später wieder. Sterb mal so lange nicht weg. Aber die Muni wird gerade sehr knapp, ne? So, was haben wir hier Schönes? Achso, wie war das jetzt nochmal? Ändern? Nein, das muss ich nochmal drehen. Nein, ich muss einmal andersrum drehen. So. Nee, ach fuck, andersrum. Ja, aber jetzt müssen die zusammen, ne? Wieder falsch. Nein. Ah, fuck. Die müssen einmal andersrum, bitte. Ja, Moment. Bin ich jetzt doof? Das muss auch... Hä, warte mal. Moment. Nein. Ist schon sehr spät. Ja, jetzt passt. Oh. Puh, ist schon spät. Hol den Polymerkanister aus der Anlagenwerkstatt. Was ist das denn? Scheiße, der Igel tritt durch. Leckt mich am Arsch. Normalerweise ist das ein ganz harmloser Vermessungsroboter. Ah ja. So harmlos sieht er gar nicht aus. Von wegen harmlos. Was hat er denn noch für Tricks auf Lager? Ich weiß nicht. Ich habe keinen Zugriff auf die Daten dieses Modells. Ich wünschte, er hätte keinen Zugriff auf uns. Ich bin ganz deiner Meinung, Genosse Major. Los, suchen wir den Behälter. Zumindest müssen wir nicht die Tür zu dieser Werkstatt suchen. Wir klettern einfach durchs Fenster. Oh, da drüben ist ein Roboter. Der hat uns gesehen. Aber hier kann ich speichern. Das trifft sich ja super. Das trifft sich super. Ich wollte sowieso so langsam jetzt mal zum Ende kommen. Ich würde aber einmal noch mal ein bisschen leveln. Also für YouTube jetzt. Ungenügende Ressourcen. Ich wollte ja sparen. Stimmt ja. Eigentlich wollte ich ja sparen. Bitte wenn wir eben kurz gucken, die Handschuhverbesserung oder die Charakterverbesserung, ob wir da noch was machen können. 67 haben wir. Schauen wir mal eben. Das war Massentelekinese. Haben wir das jetzt? Eine Verbesserung der Telekinese-Einheit, durch die du alle Gegner im Wirkungsbereich packen kannst. Die Gegner werden in die Luft gehoben und dort eine Zeit lang gehalten. Wenn der Effekt unterbrochen wird oder nachlässt, fallen alle Gegner zu Boden. Ja, ist ganz cool, glaube ich.
Ja. Okay, man kann zwei Fähigkeiten nur aktivieren. Okay, ich probiere das dann mal aus. Das machen wir mal nicht mehr jetzt. Massentelekinese bringen alle Gegner um dich herum zum Schweben. Setze Schuss und Energiewaffen ein, um sie effizient auszuschalten. Okay. Dann speichere ich jetzt. Und dann machen wir... Ja. Dann machen wir an der Stelle machen wir weiter beim nächsten Mal auf YouTube. Und ja, schalte sie wieder ein. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Tschüss.